Als indirekte Folge des Erdbebens und des Tsunamis in Japan kam es in den vergangenen Tagen zu Explosionen in drei Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima 1. Zunächst wurde das Stromnetz im AKW beschädigt, die Folge ein Stromausfall. Da das Notstromaggregat ebenfalls versagte, schaltete sich die atomare Kettenreaktion sofort automatisch ab. Noch nicht beendete Spaltungen in der Anlage können jedoch nicht gestoppt werden. Diese sogenannten Restspaltungen erzeugen weiter Reibungswärme, die gekühlt werden muss, um eine Überhitzung zu vermeiden. Um diese Kühlung zu gewährleisten, wird die Anlage mit Meerwasser geflutet. Hierfür wird das Meerwasser mit Bor versetzt, damit die Wärme besser absorbiert werden kann. In den Reaktoren 1 und 3 wurde der Druckbehälter, der die Brennstäbe umschließt, von außen abgekühlt. Im Reaktor 2 drang das Wasser vermutlich auch in den Druckbehälter vor. Durch den Kontakt von Wasser mit glühendem Metall kommt es zu der Bildung von Wasserstoff. Im Reaktor 2 könnte dies im Inneren des Druckbehälters geschehen sein. Der Wasserstoff konnte zum Teil durch Spezialventile abgelassen werden. Der übrige Wasserstoff, der in der Anlage verblieb, explodierte infolge der Überhitzung. In den Reaktoren 1 und 3 explodierte abgelassener Wasserstoff außerhalb des Druckbehälters. Durch die Explosion wurden Gebäudeteile stark beschädigt. Eine mögliche Verstrahlung der Umgebung durch austretende Radioaktivität kann nicht ausgeschlossen werden. Auch durch eine kontrollierte Ableitung des Wasserstoffs treten radioaktive Substanzen aus. Die Ausdehnung der Strahlenbelastung hängt von der Wetterlage ab. Je nach Windrichtung könnte sie in weite Teile des japanischen Festlands und sogar bis nach Russland gelangen. Eine Verseuchung des einströmenden Kühlwassers kann ebenfalls nicht verhindert werden. Sie wird bei Rückfluss mit ins Meer transportiert. Das kann zu einer Kontamination von heimischen Fischbeständen führen.